Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Staffel 6, die Folge 260. Hammermäßig. 260. Hier verlaufen sich jetzt einige, weil es da lang geht. Und dann ist mir auf dem richtigen Weg. Er muss sich nämlich noch hier geradeaus ein bisschen anpassen. Er geht da höchstwahrscheinlich dann hier so lang. Und trifft dann so schräg hier auf den hier drauf. Ne, dass er dann so schräg hier lang geht und dann so geradeaus. Dann weiter. Das finde ich besser als dann hier so zack, zack, so richtig arg 90 Grad Kurven. Ja, woraus wollte ich hinaus? Diese Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört, die ist von Kevin MacLeod. Und in nächster Zeit wird wahrscheinlich auf meinem Kanal ein kleines Video kommen zu einer ähnlichen Art dieser Musik. Ich war nämlich mit Freunden feiern in einem Restaurant. Das Schaf hier rein. Es wird aber nie reinkommen. In einem Restaurant, und zwar ist das ein mittelalterliches Restaurant gewesen. Und da waren wir zum Gelage essen. Ja, Gelage, wer kennt es nicht? Sozusagen hatten wir da auch Tonteller, Tonschüssel und einen Tonkrug. Ja, ich habe aus dem Tonkrug getrunken, das war richtig cool. Unter anderem musste man da auch noch, natürlich auch muss man dazu bezahlen. Ne? Das ist nämlich nur an einem Tag im Monat dieses Gelage essen. Und das Lied passt jetzt irgendwie überhaupt nicht dazu, aber egal. Ich kann das vorige auch nochmal anmachen. Das passt dann viel besser dazu. So, lassen wir das erstmal laufen. Und zwar waren da auch, muss man dazu bezahlen, habe ich ja gerade gesagt, noch wird man dann an der Empfang. Ne? Ich kam da rein, ne? Ich habe ja den Tisch vorbestellt, weil ich hatte ja Geburtstag. Und kam ich dann dort rein. Wurde erstmal von so einem Kellner dazu begrüßt, der mir gesagt hat, willkommen. Das fand ich schon richtig schön. Also ja. Da hat er mir erstmal das Geld abgeknöpft und da hat er uns zum Tisch gebeten und das war ein richtig schöner Abend und wir saßen da auch von 6 bis, ja, es war dann um 10, glaube ich. Kurz vor 10 sind wir dann gegangen und da waren eben zwei Spielemacher. Und die Spielemacher, die könnt ihr auch im Internet sehen und zwar geht ihr da auf www.ohrenpein.de. Kann ich ja euch mal hier eine Infocard erstellen. Eine Infocard. Die Infocard. Muss immer mal kurz was gucken. Also das Lied ist definitiv von Kevin MacLeod. Ich sag's nur mal. Aber die Lieder, die davor gespielt haben, wirklich mit Trommel und Dudelsack, also das war wirklich richtig schön, auch richtig schön für die Ohren, denn die Musikinstrumente haben so gedröhnt, dass manche wirklich auch die Ohren zugehalten haben. Ich habe es gerade so ausgehalten, ich bin ja so ein bisschen lautere Lautstärke gewöhnt. Alter, was ist denn hier los? Eisenversammlung hier. Alto Belli. Und ja, ich habe den, also die zwei dann gefragt, ob ich das mal ja aufzeichnen kann, beziehungsweise habe ich es aufgezeichnet und im Nachhinein dann gefragt, ob ich es veröffentlichen darf. Dann haben sie gesagt, ja, ja, kannst du ruhig machen. Und haben dann noch hier so gesagt, YouTube? Ich so, ja, natürlich. Und haben sie gesagt, cool. Und das waren auch zwar etwas mittelalterliche Gestalten. Also die waren wirklich sehr, sehr alt angezogen mit diesen Lederkostümen.
Bei den einen hat man irgendwie gedacht, dass der nichts drunter hatte. Aber er hatte doch was drunter. Ich habe das mal nicht gefragt, ich wollte noch fragen. Aber es, sowas fragt man ja nicht. Ne? Also, frech sowas. Aber es sah wirklich so aus, als ob nichts drunter hätte. Das sah sehr lustig aus. So. Und jetzt geht das Lied wieder los. Nee, ich möchte es nicht haben, Alter. So. Bam. Heute ist mal hier Mittelaltertag. Und was kann man noch dazu sagen? Die haben jetzt nicht so für alle gespielt. Die haben einer zum Beispiel. Ich habe mich natürlich nicht so gemeldet. Mein Kumpel hat gesagt, komm, heb jetzt deine Hand und sag, dass du auch Geburtstag hattest. Aber da habe ich so gedacht, ja, du hattest ja Geburtstag und einer ist da wirklich 50 geworden. Und egal, ob da Leute aus den Familien waren, ne? Aus anderen Tischen haben die dann dort gesagt, also der Mann, der 50 geworden ist, soll dann eben vortreten. Und da hat er den gefragt, also der gesagt, dass er Russisch kann irgendwie. Und da sollte er was Russisches vorsingen. Und da hat er gesagt, naja, ja. Und da hat er dann so gesagt, also der eine von den beiden, ich glaube, der ist Rüdiger, also von den zwei Musikmachern, Rüdiger hieß der. Hat er gesagt, ja, dann tanz uns doch mal was Russisches und ihr wisst alle, was das heißt, ne? Russisch tanzen. Ist dann so mit verschränkten Armen und dann das eine Bein nach vorne und dabei hüpfen und dann das andere Bein nach vorne und wieder hüpfen und. Richtig schöner russischer Volkstanz, den eigentlich fast jeder kennt. Und ja, was kann man da noch dazu sagen? Ich reiß jetzt mal kurz nach Musik. Mal kurz was schauen. Ach, das war hier oben. Bam. Upsala. Genau, und ich will mich hier mal hinten zum Fassgott laufen. Der Weg wurde nämlich bereitgestellt vom lieben Enrico. Wollte ich mal gucken, wie er ausschaut, der Weg. Ja, und dann hat er gesagt, ja, such dir mal 6 Weiber aus. Da hat wirklich Weiber gesagt. Also da hat wirklich kein Blatt vor den Mund genommen. Und das war ja früher im Mittelalter auch so. Ja, glaube ich zumindest. Wir sind nicht weitergekommen. Okay. Oder? Doch. Stella? Ah. Hier geht's ja wieder nach oben. Und dann hat er noch nicht weitergemacht. Gut. Aber dort hinten ist er auch schon, Niederbach. Super. Hat er sich eben. Oh. Was ist das? Wer ist das? Der Duke ist das. Was macht der Duke hier? Ich würde gerade sagen, ein Esel? Was? Packesel? Ist das die Ute? Ist die Ute ein bisschen hintergereist? Aber schaut an. Wo ist denn das hier? Grasfehler? Nee. Das war von meiner Seite wie ein Grasfehler, aber da war das hier nur das Laub der Schwarzeichen. Aber schaut doch ganz nett aus. Mir gefällt's. Das ist das Wappen von hier Niederbach. Sehr gut. Ich lasse das jetzt einfach mal hier drinnen stehen. Das haut bestimmt nicht ab. Das ist irgendwas im Inventar. Nö. So. Ah, ja. Möchte das Lied haben. Weiß nicht, was der da nicht dran versteht. Na egal. Und zwar. Es sind dann die 6 Weiber eben dann vorgekommen. Da konnten die sich qualos aussuchen, ne? Egal von welchem Tisch, ob er sie kannte oder nicht.
Na, ah, hier sind unsere Wappen. Schaut mal an. Mein Wappen und das Wappen von der Annie und das Wappen von. Da, Briefkasten hier Wappen. Okay. Ist auch was drin. Buch und Feder. Fasker, da ist ja irgendwo ein Bett. Ich nehme an, da oben. Hier ist das Lager. Ach du Heimatland. Bist du hier irgendwo im Bett, Fasgard? Hat er nicht. Oh, Hilfe! Ich möchte hier ein Bett finden. Nicht gut. Hier unten ist auch keins. Ich hatte ein bisschen Wolle hier irgendwo. Aber hier ist auch nichts beschriftet, ne? Weil Fasgard weiß eben, wo er sein Zeug hat. Hier ist Holz. Aber Wolle irgendwie hat er hier nicht irgendwo. Das haben wir jetzt in Not selbst mit. Hilfe! Hier ist Wolle. Ja, was hat er am meisten? Was ist nicht so teuer? Na, weiß. Oder? Schwarz? Nee, weiß. Nee, guck mal hier. Einen haben wir auch noch. Nehme ich die nur zwei weg, Fasker. Zwei Wolle habe ich dir weggenommen. Zwei Wolle habe ich dir weggenommen. Zwei Wolle habe ich dir weggenommen. Genau. Und da. Sie dann eben alle vorgegangen und da hat er mit dem Dudelsack dann Lieder gespielt und ist dann auch mal um die Tische gekommen und hat uns gesagt: Komm, jetzt steht mal alle auf hier. Aber nur in den einen Bereich, ne? Nur in den einen Bereich. Und hat dann für uns was Individuelles eben. Ja, kann man das schon als animieren, so Animationsprogramm, so ein bisschen. So ein bisschen. Ich stelle mich jetzt mal hier hin und ja. So, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin. Upsala, und erzähle euch ein bisschen. Und ja, und dann hat er eben angefangen, steht mal auf. Dann sollten wir die Hände eben nach oben nehmen und so ein bisschen nach links und rechts und so schunkeln. Und dazu hat er eben mit dem Dudelsack und der andere mit der Trommel gespielt. Und die haben sich immer mal abgewechselt mit den Instrumenten. Es war eigentlich ein super, super Abend. Ein super Abend, also wirklich Spitzenklasse. War auch ein bisschen teuer gewesen, dann, aber das ging schon. Ging schon. Jedenfalls das Gelage. Auch ganz interessant. Müsst ihr wissen, wie es auch früher war. Das war eben nur ein Messer. Da gab es nur ein Messer. Da hast du so ein Tablett hinbekommen, wo eben Teile vom Schwein, so wie es eben auf der Speisekarte stand, Teile von Schwein, Teile von Huhn. Ja, dann war dann eben noch Schmalz und Zwiebelbrot. Was gab's noch? Dann Kartoffelecken. Es gab zur Vorspeise ein Sauerkrautsüppchen. Ein Met gab's zum Anfang aus so einem Horn. Das konntest du auch nicht abstellen. Das musstest du wirklich austrinken. Und dann wurde es eingesammelt. Dann gab's dann noch so Klöße. Aber die Klöße nicht so, wie ihr die euch jetzt vorstellt, also so, wie ihr sie so vom Sonntagsessen kennt, sondern das waren Klöße, müsst ihr euch vorstellen. Kleine Klöße, so ungefähr Pschirnial. Ja, die waren nicht, ein Durchmesser ungefähr 5 cm, mehr waren das nicht, 5 cm. Und außenrum, mit, wie so Semmelbrösel, ne, außenrum
und Kräuter und innen drin eben so, also wie so ein Kartoffelkloß von früher, ne? Kartoffelkloß. Wer es nicht kennt, googelt das mal. Was war noch dabei? So Rippchen waren dabei noch. Man konnte eben nichts von der Karte bestellen, weil es eben Gelageessen war. Und zum Schluss gab es eben einen Maulschank. Den habe ich aber nicht genommen, weil es war Likör und Likör mag ich nicht so. Und da konnten wir uns dann noch was Individuelles eben holen. Manche haben dann einfach nur noch Wasser getrunken. Und ja. Das war's an sich, ne? Das schöne Gelage ist, ne? Das war schon was richtig Schönes. Vor allen Dingen. Der hat ja jetzt nicht nur noch so animiert, sondern uns ja auch noch so angestiftet, da mitzumachen. Ne? Also das war schon schön. Und da waren eben so Herrschaften mit dabei von anderen Tischen, die ja nur Mist erzählt haben. Also richtig lustig, so wie es denn früher so war. Und die Anfangsworte, wo sie gekommen sind und sich vorgestellt haben, hat er gesagt... Willkommen, arschgelecktes Volk. Das finde ich. Also wirklich. Manche haben gesagt, ey. Also, sowas ist man eben nicht vorbereitet als heutzutage. Und das ist auch nicht für jeden was gewesen, nehme ich mal an. Ja. Es war schon schön. Damit beende ich die Folge. Wenn ich dran denke, kommt jetzt hier nochmal eine Infocard. Könnt ihr oben rechts nachschauen. Und ich verabschiede mich. Und sagt ciao und irgendwann kommt nochmal eine Infofolge die Woche raus. Seid gespannt. Ciao, ciao.